hallo, ja, willkommen zu einem weiteren Sega Mega Drive Retro Restaurationsvideo. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen Hardware vor mir liegen. Und was das ist, erkläre ich euch gleich. Nämlich, ich habe vor kurzem gedacht, Moment mal, ich habe doch einen Sega Mega Drive Controller. Vor längerer Zeit hatte ich mal einen Amiga 500 von jemandem bekommen. Und da war als Controller ein Sega Mega Drive Controller dabei. An den Amiga 500 kann man diese 9-Pol-Stecker anschließen. Und die Controller funktionieren anscheinend auch sehr gut. Wobei, ich habe es nie ausprobiert, weil der Controller hier, der hat da einfach nicht funktioniert. Keine Ahnung, ob der Controller kaputt war oder ob der einfach inkompatibel war. Und was ist das für ein Controller? Das ist der Sega Arcade Power Stick, also ein Arcade-Controller mit richtig guten Joystick hier und 6 Feuerknöpfen und einer Autofeuerfunktion. Und ja, der war richtig dreckig und hat auch schon ein bisschen Wasser abbekommen im Keller, habe ich gesehen. Also habe ich erstmal die Gehäuseteile gereinigt, die sind jetzt schon mal sauber soweit. Ich werde die auch noch mit WD-40 ein bisschen aufpolieren. Aber was wir jetzt als erstes mal schauen, ist, ja, wie gut ist die Platine hier in Schuss. Weil, wie gesagt, da ist anscheinend mal ein bisschen Wasser reingekommen. Und wie ihr seht, hier sind die Leiterbahnen ein bisschen angegriffen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da, und hier sieht man auch, dass da schon was korrodiert hat oder was auch immer da unterm Lack. Und ja, was ich jetzt schon gemacht habe, ist, ich habe den Controller hier mit den Leiterbahnen, die da weggehen, die schon sehr stark angegriffen sind, mal gereinigt. Dafür habe ich mein neues Kontaktspray benutzt, beziehungsweise ich habe nicht das Kontaktspray benutzt, ich habe das Tuner-Spray benutzt. Und ja, wo ist der Unterschied zwischen Kontaktspray und Tuner-Spray? Also das normale Kontaktspray reinigt und schmiert noch ein bisschen, zumindest dieses Kontakt 60 Plus. Das hat eine Reinigungskomponente und auch eine Schmierkomponente, ähnlich wie hier das WD-40. Und ja, das wollte ich jetzt nicht dafür nehmen, weil das ist schon sehr aggressiv und ich habe ein bisschen Angst um die Platine hier gehabt. Daher habe ich gesagt, ich nehme das Tuner Spray. Das Tuner Spray hat keine Schmierkomponente dabei und wenn man das aufsprüht, verdunstet das auch wieder vollständig. Also hat man keine Rückstände, die die Platine weiter angreifen könnten. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorgereinigt, werde jetzt aber auch noch mal ein zweites Mal damit drüber gehen. Und wofür ich das auch noch benutzt habe, ist diese Pads hier zu reinigen. Diese Pads hier bilden quasi einen Feuerknopf hier mit diesem Gummiteil und das Schwarze hier, das ist, soweit ich weiß, Kohle, die wird direkt auf die Platine gedruckt. Und auch hier ist sowas, wahrscheinlich auch Kohle, das ist leitfähig und schließt dann beim Draufdrücken hier den Stromkreis. Ja, und diese Pads mit der Zeit, wenn sie dreckig werden, gehen immer schlechter, da sollte man die auch reinigen. Und die habe ich ebenfalls hier mit diesem Tuner-Spray gereinigt. Hier oben sind die auch nochmal als Streifen. Das hat den Sinn, weil diese Kohle hat einen bestimmten Widerstand, also die ist nicht super leitfähig. Und je nachdem, wie lang dieser Streifen ist, hat man einen anderen Widerstand. Und wenn man dann jetzt hier zum Beispiel so einen Plastikschalter hat, wo unten so 2 Metallschleifer dran sind, kann man dann den Weg verkürzen oder verlängern und so hat man einen einstellbaren Widerstand, also einen Potentiometer. Und ja, das ist eine sehr günstige Variante, das hier zu machen. Und auch diese Kontakte hier, die waren richtig dreckig. Die hatte ich dann mal mit Kontaktspray gereinigt, habe mit einem Multimeter probiert, ob die überhaupt noch leitfähig sind. War nicht leitfähig nach dem Reinigen. Daher habe ich mich zu einer sehr rabiaten Lösung entschlossen. Ich habe einfach hier so ein bisschen Schmirgelpapier genommen und habe den ganzen Dreck hier runter geschmirgelt. Habe auch noch ein bisschen was vom Material mit weggeschmirgelt. Deshalb, ja, sollte man das nicht unbedingt machen, wenn es nicht notwendig ist. Aber ja, gut. Das habe ich auch noch mit denen hier gemacht. Das sind auch nochmal so die Schalter. Die sind dann hier drin, um die Autofeuerfunktion an- und auszuschalten. Und ja, jetzt zeige ich euch mal kurz, wie ich die Platine gereinigt habe. Ich habe hier einfach so ein Tuch genommen, weil man kann es da drauf sprühen und verdunsten lassen, aber dann ist der Dreck an Ort und Stelle. Man muss den Dreck also auch wegnehmen. Viele benutzen Tuner-Spray oder auch Kontaktspray, um Knöpfe oder Schalter zu reinigen, die ein geschlossenes Gehäuse haben. Und dann sprüht man das rein, dann funktioniert es erstmal ganz gut, aber mit der Zeit trocknet es dann wieder ein und der Dreck ist immer noch drin. Deshalb, wenn man sowas mit sowas reinigt, also vor allem mit Kontaktspray, sollte man eigentlich immer den Dreck wegnehmen. Oder man benutzt was anderes, das habe ich jetzt hier nicht da, das ist ein Spülspray, das eigentlich hauptsächlich aus Alkohol besteht, wo man dann wirklich in die Schaltergehäuse reinsprüht und dann den Schmutz mit rausspült. Aber ich habe jetzt hier dieses Tuner-Spray genommen, um die Platine zu reinigen und habe das einfach mal hier an die Stellen von dem Chip hier gesprüht und auch hier auf die Button-Pads. So, und dann einfach den Dreck mit einem Tuch wegnehmen und ja, also beim ersten Mal war ich schon sehr gründlich, da ist nicht mehr viel Dreck übrig. Der einzige Nachteil bei diesem Tuner-Spray ist, das ist sehr stark parfümiert, also das riecht wie irgendwie so ein Klo-Spray, aber ja gut. Wird man dann nachher, wenn es Gehäuse zu ist, auch nicht mehr so stark riechen und wird auch mit der Zeit verdunsten. Die Platine ist soweit gereinigt und jetzt bauen wir das Ganze mal wieder zusammen. Dann werde ich das Gehäuse noch im zusammengebauten Zustand mit WD-40 aufpolieren und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch wieder funktioniert. So, also als erstes
kommen hier mal diese Knöpfe rein. Und dann kommt jetzt hier dieser Potentiometer. Muss ich auch mal schauen, wie rum der reingehört. Ich glaube, so rum gehört er da rein. Oder geht er in der andere Richtung? Ne, der geht noch so rum rein. Also der kommt hier so rein. Und dann noch der Rest von den Schaltern. Die kommen hier auch noch rein. So, und jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Ich lege das mir da vorsichtig ab, damit nichts rausfällt. Hier müssen noch diese Pads befestigt werden für den Joystick. Also der Joystick funktioniert ebenfalls mit diesen Gummipads. Und dieser Platte hier, da werden die Gummipads reingelegt und kommen hier wieder direkt auf die Platine drauf. Und wie das Ganze funktioniert ist, der Joystick hat hier so eine Einkerbung in Form von einer Kugel und die sitzt dann hier drauf und kann sich dann in die vier Richtungen bewegen. Und ja, durch die Führung hier wirkt das alles dann schon sehr stabil. Und ja, die Platine kommt jetzt einfach hier hinten wieder drauf. Dazu muss ich jetzt mal wieder die Feder hier richtig platzieren. So, und dann kommt die Platine hier hinten drauf. Vorher müssen wir aber noch die ganzen Gummikontakte hier wieder einsetzen. Die Gummikontakte habe ich ebenfalls mit Tuner Spray gereinigt, einfach drauf gesprüht und den Dreck mit dem Tuch abgenommen. Und ja, die kommen jetzt einfach mal wieder hier hinten in die Plastikknöpfe rein. Und jetzt kommt die Platine wieder drauf. So, und wenn die Platine wieder drauf ist, muss man hier einfach diese Schraube wieder reindrehen, damit die fixiert wird. Und richtig festgemacht wird sie hier mit dieser Platte. Da seht ihr, da sind solche runden Teile drauf. Die sind genau unter den Knöpfen und sorgen dafür, dass die Platine sich nicht zu arg durchbiegt, wenn man auf die Knöpfe drückt, sondern dass man wirklich ein richtig gutes Druckgefühl hat und nicht so irgendwas Weiches, Wabbeliges. Daher werden die Knöpfe jetzt hier mit dieser Platte richtig fest gegen die Knöpfe hier oben gepresst. Und dann die Platte hier ebenfalls wieder mit den Schrauben befestigen. So, diese Plastikplatte ist jetzt befestigt und jetzt schauen wir mal kurz, ob sich alles so bewegt, wie es sich bewegen soll. Also hier oben der Schalter, dieser Potentiometer und die ganzen Feuerknöpfe. Ja, das funktioniert alles soweit. Und als letztes kommt jetzt noch die Grundplatte drauf. Da hat sich Sega wirklich was dabei gedacht. Die ist nämlich aus Metall. Also der Joystick wird dadurch schon um einiges schwerer und wirkt dann auch viel stabiler und auch viel wertiger. Und ja, gerade für so einen Arcade-Stick ist das ganz hilfreich, wenn der nicht immer bei jeder kleinsten Bewegung wegrutscht. So, die Grundplatte ist jetzt montiert. Und bevor wir den Joystick ausprobieren, werde ich jetzt erstmal hier das Plastik wieder ein bisschen auffrischen. Dazu nehme ich wie bei meiner Konsole und bei den anderen Controllern auch WD-40. Nehme hier ein Stück Klopapier, sprühe das ein und reibe damit alle Plastikgehäuseteile großzügig ein. Es schadet jetzt auch nicht, wenn ein bisschen was von dem WD-40 in die Ritzen geht, von den Knöpfen und von diesen Schaltern. Weil ja, dadurch werden die auch noch ein bisschen geschmiert, weil WD-40 hat ja auch eine Schmierkomponente, da ist ein bisschen Öl drin. Auch wenn es nicht ganz so gut schmiert wie ein Universalöl, ja, schaden kann es auf jeden Fall nicht. So, jetzt ist das Gehäuse schön eingerieben und jetzt nehme ich ein sauberes Stück Klopapier und poliere das wieder auf, damit das erstens nicht irgendwie noch schmiert und zweitens, ja, glänzt das Plastik dadurch wieder wie neu. So, das Plastik sieht jetzt wieder richtig schön aus, also wenn man das mit vorher vergleicht, eine wirklich sehr große Verbesserung. Und was wir jetzt machen ist, wir probieren den Sega Arcade Power Stick mal aus und dazu schließe ich das Ganze mal meinen Fernseher an. So, ich habe jetzt hier meinen Arcade Power Stick an meinen Sega Mega Drive angeschlossen, habe jetzt hier Sonic the Hedgehog eingelegt. Das unterstützt leider nur 3 von den 6 Feuerknöpfen, aber ich habe leider kein Spiel da, was alle 6 unterstützt. Daher kann ich jetzt erstmal nur die ersten 3 testen. Aber das reicht ja auch erstmal. So, schauen wir mal. So. Und jetzt können wir gerne mal ausprobieren, ob es sich überhaupt was tut. Yep, die Starttaste funktioniert schon mal. Was die Mode-Taste da oben macht, keine Ahnung. Ja, werde ich mal nach der Bedienungsanleitung suchen müssen. Hoffentlich gibt es sowas überhaupt irgendwo im Internet zu dem Stick. Aber ja, werde ich mal ein bisschen recherchieren, was die Taste macht. Oder wenn es jemand weiß, ab in die Kommentare unten. Jetzt schauen wir mal. Knopf A funktioniert, Knopf B funktioniert und Knopf C funktioniert auch. Also bei Sonic the Hedgehog machen alle 3 Knöpfe dasselbe. Und jetzt schalte ich mal für alle 3 Knöpfe die Autofeuerfunktion an und dann lasse ich den Knopf mal gedrückt. Und ja, er springt. Jetzt machst du wieder aus und er springt nur einmal. Okay, Autofeuer funktioniert für A, Autofeuer funktioniert für B ebenfalls und für C auch. Also voller Erfolg. Zumindest für 3 Knöpfe funktioniert der Arcade Power Stick 2.
Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder wenn ihr dazu noch irgendwelche Antworten habt, so zum Beispiel was diese Mode-Taste macht, ab in die Kommentare damit. Ansonsten, ja, wenn irgendwas gut war, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn das schlecht war, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben und in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich, was ich besser machen kann. Aber ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!